Also dann, wir waren bei den alten Ruinen der schmutzigen Füße, die wir zu 100% abgeschlossen haben. Das nicht ganz so geheime Himmelsportal hat hier ein bisschen Schaden genommen, da können wir jetzt leichter rein. Alte Ruinen der verlegten Besitztümer haben wir hier noch, ein nahezu tragfester Felsen, Höhle der dürftigen Einbruchssicherung. Das klingt ganz gut. Die Höhle der dürftigen Einbruchssicherung, also wer da nicht reinkommt, der kann nicht richtig einbrechen, ja. Irgendwas ist hier passiert, ich lasse es mal. Ja, wobei, warte mal, bevor wir das Abenteuer fortsetzen, da ist was passiert. Können wir mal ins Klohäuschen gehen, stinkendes Our Klohäuschen hero stumbled betreten? upon a stinky outhouse. Did he dare to enter it? Ja, er war absolut furchtlos. Tipp, du bist gerade wach. The plumber has some explaining to do. Ja, wenn er das schafft, Charlie Barrel in. Mal sehen, was wir hier machen können. Mit Melisande, die emsige Barfrau, sprechen. Melisande asked our hero if he'd like anything from the bar. Ein Gesundheitstrank für 50 Gold. Coming right up. Habe ich bislang noch nicht. Asked our hero if he'd like anything from the bar. Eine Überraschung. Surprise. Melisande asked our hero if he'd like anything from the bar. Danke. Melisande wished our hero good luck on his adventure. Gut, gut, wir haben das. Mit der Katze sprechen haben wir schon mal gemacht. Tor zu der Stadt öffnen. Kein Alkohol beim Ärsche aufreißen. So, gehen wir zu Blacksmith. Er hat sicherlich neue Waffen. Mit Jens der Schmied sprechen. The Black Schmidt asked, "Need something to help your enemies see the error of their ways?" Was schwebt dir dabei vor? Excalibur zur Benutzung ist 9 erforderlich. Göttliche Strafe im Handumdrehen. 179 Nahkampfschaden, 179 Feuerschaden. Es gibt ein Feuerwerk. Excalibur erhalten. Ich freue mich schon, wenn wir es tatsächlich benutzen können. Divine punishment at your fingertips. Wir mussten es nicht mal aus dem Stein ziehen, es hat Blacksmith gereicht. Also dort ist es Excalibur. Aber leider, wie gesagt, das hier ist eigentlich das nächste Schwert, was wir benutzen können. Mit Jens der Schmied sprechen. The Blacksmith asked, "Need something to help your enemies see the error of their ways?" Was schwebt dir dabei vor? Okay, wir können nichts mehr kaufen, also heilige Scheiße, zur Benutzung ist 10 erforderlich, wenn du absolut jeden wie ausgepiepst im Raum töten musst. 577 Nahkampfschaden. Her damit. Heilige Scheiße erhalten. When you absolutely, positively have to kill every last mother effer in the room. Ja, er sagt's auch so. Nur nicht mit den Sternen mit dabei. Also das hier ist die Heilige, du weißt schon. Mann, das ist echt, also wirklich doppelt gestiegen hier. Nee, sogar noch mehr. Mit Jens der Schmied sprechen. The Black Schmidt asked, "Need something to help your enemies see the error of their ways?" Was schwebt hier dabei vor? Jetzt hat er nur noch den BFS 9000. Warum überquerte das Huhn die Straße? Weil es von diesem bösen Buben nicht vollständig vernichtet wurde. Nehmen wir mit. Das war die letzte Waffe, die ich hier bei ihm kaufen konnte. Ein BFS 9000 erhalten. Rücks raus. Why did the chicken cross the road? Because it wasn't completely obliterated by this bad boy. Aber jetzt wird es so sein. Wir haben nämlich auch die letzte Buggy hier. Also Stufe 10, das scheint das Maximum hier zu sein. Weil mehr kann ich nicht machen mit den Waffen. Ist aber okay für mich. Mal schauen, ob er noch was hat. The Black Schmidt asked, "Need something to help your enemies see the error of their ways?" Was schwebt dir dabei vor? Oh, er hat tatsächlich was. Bonk, TM, zur Benutzung ist 10 erforderlich. Unter überwältigt findest du im Lexikon ein Bild hiervon. 577 Nahkampfschaden und Feuerschaden.
Also alles haben wir mit Ausnahme hier der Kristalle. Das heißt, das Ding da, das will ich haben. Den Bonk will ich haben. Das bonkt nämlich richtig. Ich dachte es mir eventuell zur Sicherheit mal reinschauen, ob er nicht vielleicht noch mal einen Bonus springen lässt. Aber er hat tatsächlich einen. Nur bis dahin müssen wir noch weitere Verliese plündern. Tor zu Wildwood öffnen. Vermisste Missy, ich war in Tränen aufgelöst. Shannon, eine Landwirtin aus Stonedale, hat ihre Katze Missy als vermisst gemeldet. Wir haben sie aber bereits schon mal gelesen. Also dann, wir sind in Wildwood zurück. Da ist ein Magier. Um die kümmere ich mich. Fertig ist das. Er mit dem Zwerg. Das haben wir. Und auch das da. Ja, und jetzt will ich nur noch unser Gold hier schnell noch bei den ganzen verbleibenden Rüstungen hier hinterlegen. Und vor allem, ich würde gerne ja auch mal wieder ein bisschen wechseln, weil wir haben die rote Rüstung jetzt schon eine Weile lang getragen, dass wir mal was anderes anziehen. Also dann, Pimp My Protagonist. Dort bekomme ich hier erschwingliche Preise. Schleimige Oktopuskleidung, das war die hier. Wir haben die Einhornkleidung, nehmen wir die Sexsklavenkleidung mal. Du besitzt diesen Gegenstand. Und Ork-Grünschnabelkleidung. Wunderbar. Das Interessante ist, so sieht Whoop-Ass unter der Maske aus. Das hier ist die Standardoptik. Das hier, ja, wir nehmen mal den Einhorn hier. Die Einhornkleidung. So sieht sie aus. Und da ist ein Herz drauf, das heißt, so übel kann unser Sir Whoop-Ass gar nicht sein. So, klamme Skeletthöhle haben wir geschafft, vergoldete Ruinen, da war ich noch nicht. Weil ich glaube, da habe ich mich, ja, da war ein Schützenteil. Alte Ruinen der verstauchten Zehen, da müssen wir als nächstes hin. Heißt, wir müssen wieder zu den stümperhaft gestalteten Wänden und dann hier vorbei. Ich würde aber eventuell auch gerne mal hier so im Kreise noch herumgehen. Naja, wir werden sehen, wohin uns das der Weg führt. Immerhin, die verstauchten Zehen sind wir wenigstens markiert worden. Das ist unser erstes Abenteuer in der Wildnis, heißt es. Aber ich habe schon so viele hier erlebt, also bislang war es hier halt einfach spaßig. Das hau ich mal. Alle explodiert. Und weiter geht der Weg. Also wenn ich die Krone aufgesetzt habe und wir Bonk haben, dann werde ich auch mal hier wieder ein bisschen mit dem Hut variieren. Dann haben wir immerhin wirklich alles gehabt. Den haben wir. Den überrenne ich auch. Du hast erreicht Level 7. Wähle eine Fähigkeit, Fertigkeit, um Sir Whoop-Ass zu verbessern. Ich brauche Glück. Gewährt jetzt 30% zusätzliches Gold und Ressourcen. So, den habe ich niedergestochen. Jetzt können wir den Knusperator verwenden. Der macht Feuerschaden, schneiden, würfeln und grillen. Genau das brauchen wir gegen die Gegner hier. Und den Lavawerfer mit der Seltenheit legendär, den rüste ich auch mal aus. Okay. Das ist eine neue Waffe, die du jetzt ausrüsten kannst. Den habe ich hier in die Hand genommen. Endlich ist es soweit. Mal sehen. Ich würde gerne mal erst hier diesen Weg noch ablaufen. Dann vielleicht mal den geheimnisvollen Verkäufer da antreffen. Würde mich irgendwie interessieren. Da, ich probiere mein Glück aus. Nicht tanzen, schlagen. Mach ich mal so einfach. Ha. Ich war rechtzeitig in Deckung gegangen. Soll heißen, mittlerweile, da ich weiß, dass die auch böse zu dir sein können, gehe ich da lieber auf Sicherheitsabstand, bis sie hier tatsächlich Belohnungen spendieren. Also über den Fluss hier. Da ist wieder ein wütender Wurm. Den würde ich jetzt gerne mal nochmal probieren mit der neuen Waffe hier.
der jetzt leichter oder schwerer oder gleich bescheuert zu machen ist. Ja, das ging ganz gut. Ich glaube, der Feuerschaden macht schon einen ordentlichen Unterschied hier. Also, wir haben das geschafft. Da hinten ist eine Höhle. Mal gucken. Die stümperhaft gestalteten Wände. Das heißt, hier sind wir genau richtig gewesen. Da sehe ich nochmal was Verstecktes. Truhe öffnen. Mach's auf. Und herauskommt eine Polizeimütze. Das passt hier wunderbar hinein. Perfect for role-playing in a role-played video game. Wenn ausgerüstet, erhöht den ausgeteilten Schaden um 10%. Den werde ich weiß schon, welches Outfit dazu passt. So sieht das Ganze hier aus. Mal sehen, aber so wirklich hier passt eigentlich nur so eine Sonnenbrille, wenn du hier dieses Einhorn-Dings da trägst. Ansonsten habe ich noch keinen passenden Hut in meinen Augen gefunden. Also wir sollen hier über die Brücke gehen. Aber erstmal hier an die Ruinen geschaut. Das sieht mir nämlich auch noch nicht erforscht aus. Einfach alles zerdeppern hier mal schnell. Ist alles unbewacht hier. Ein explosives Fass. Das hier noch. Und den da und das da. Nett gemacht. Also das war hier. Der Weg führt ein bisschen weiter. Mal sehen, hier vorbei. Da oben sehe ich auf jeden Fall, das müsste der geheimnisvolle Händler sein. Oh, was ist das denn? Den kenne ich doch. Hebel aktivieren, ein Schieberätsel. Das wird wieder ein bisschen dauern. Hat der überhaupt die Mütze oben? Mal schauen, ob es das hier ist. Müsste eigentlich, oder? Nee, da... Ich glaube, das ist das, was hier fehlt. Außer die Augen müssen hier. Ich glaube, die... Nee, der fehlt nicht. Es ist wahrscheinlich wieder ganz unten links, was fehlt. So, oben passt schon mal. Das muss unten in die Mitte. Der hier passt irgendwie sogar nirgendwo. Das ist hier die Kopfbedeckung. Das heißt, der hier muss natürlich dann auf die Seite hier. Das Gesicht habe ich richtig, aber an der falschen Stelle. Jetzt passt es oben. Das hier muss hier hin. Ja, wunderbar. Den haben wir gelöst. Und heraus kommt eine Truhe, hoffentlich mit einer richtig guten Verbesserung. Die werde ich auftreten oder ganz normal öffnen. Yeah, ein Bauhelm. Genau die passende Belohnung dafür. May protect you from falling rocks. Maybe. Wenn ausgerüstet, erhöht den ausgeteilten Schaden um 13%. Vielleicht. Das muss ich mir mal anschauen. So sieht das aus. Einfach nur fantastisch hier. Ja, wir kriegen immer bessere Hüte. Ich hätte eher gedacht, er gibt nochmal Fallschaden, aber das war wohl nicht drinnen. Jetzt kann ich die auch mal anbrennen. Nicht nur sie mich, sondern jetzt auch umgekehrt. So, und jetzt kommt der letzte.
Erledigt. Unheil angerichtet. Den nehme ich mit. Nochmal verzehrt. Okay, wir haben es geschafft. Also, alte Ruine der schmutzigen Füße liegen direkt vor mir. Den Weg kennen wir ja so oder so schon. Ich schaue nur mal, ob wir nochmal hier plündern können. Tatsächlich. Also, wenn du hier schnell hier an irgendwas kommen willst, einfach immer nur die Schreine aufsuchen, wenn du hier die Welt wieder neu betrittst. Also, da waren wir gerade. Dann geht jetzt der Weg genau hier weiter. Dann kommen wir auch zu den vergoldeten Ruinen, sofern ich den Baum da schaffe. Einfach immer vorsichtig ausweichen, da. Jetzt hat's nicht mehr geklappt. Dann mache ich den Wubers-Angriff. Das hat den Baum zerlegt. Das hat endlich den Baum hier platt gemacht. Ist da was, weil hier so ein Felsen rausschaut? Nee, das ist bereits ein platter Baum. Da war ich aber nicht dafür verantwortlich. Vielleicht war es der, der ausgerissen ist. Oh, ein Spielautomat. Ja, der meint es gut mit mir. Oh, war ja. Sven Olof. Der will's wissen. Na bitte, ich habe ihn geschafft. Mann, Sven Olof. Was soll das denn? Da oben sind Geschütze. Ja, mit dem Doll. Gut, vergoldete Ruinen. Da sehe ich ein Rohr. Da werde ich auf jeden Fall mal reingehen. Billy Bob. Dass wir uns unter diesen Umständen begegnen, Billy. Hätte ich nicht gedacht. Erledigt. Den nehme ich mit. Und ein Gartenzwerg. Okay, wir gehen rein. Goldenes Rohr betreten. Endlinge sterben aus. Natürlicher Lebensraum bedroht. Umweltaktivisten zeigen sich über die Existenz der Endlinge besorgt. Die Population ist in den letzten Tagen aus unerklärlichen Gründen dramatisch geschrumpft. Ich wünschte, ich könnte Opa wiedersehen, sagt ein junger Endling, während er die Holzspäne am Boden betrachtet. Andere Bäume und die Tierwelt scheinen nicht betroffen zu sein. Aber von Familien in Wildwood wurden insgesamt 1 Endlinge vermisst gemeldet. Ich würde mich lieber 50 Mal hintereinander vom Blitz treffen lassen, als meine Familie zu verlieren, sagt ein weiterer Endling im Gespräch mit der Presse. Tipp des Tages, um schneller zum Ergebnis zu kommen, kannst du einfach. Alles ausgesternt ist ganz einfach. Gut, wir sind wieder da. Also das scheine ich schon gemacht zu haben. Manchmal weiß ich es halt leider nicht mehr sicher. Da oben ist noch irgendetwas mit Strand aussehen. Das ist ein Beschwörer. Dem habe ich ordentlich eingeschenkt, aber jetzt geht's weiter an der Stelle. Erledigt. Der hat sich angeschlichen. Jetzt geht's hier hoch. Ach so, das ist einfach nur hier ein Katzomat. Ah, aber da hinten sehe ich noch was. Das habe ich noch nicht gelöst. Da oben ist noch eine Palisade. Dann machen wir mal Simon Says weiter. Also, da unten fängt's an. Ein Dreieck. Na, vorsichtig, aber nicht so viel Rauch. Und das hier.
Okay, und hier geht's im Zickzack herum. Einmal das, das, das. Langer Flug und langer Flug zurück. Jetzt haben wir es geschafft. Irgendwas ist mit einem Huhn passiert, während sich der Käfig hier luftig aufgelöst hat. Ein Grillhähnchen. Passiert, wenn man mit dem Jetpack drüber heizt. Truhe öffnen. Und herauskommt... ein Fischerhut. Ein Fischerhut steht Whoop-Ass gut. Gets you down with the kids. Wenn ausgerüstet, verringert allen erlittenen Schaden um 15%. Mal sehen, so sieht der Fischerhut aus. Er passt sogar tatsächlich zu dem weißen Zeug. Aber ich bleib bei der Krone. Das ist sehr weit draußen, Höhle der dürftigen Einbruchssicherung. Da wollte ich ja eigentlich auch mal hin. Die sieht mir da oben hier ganz einsam aus. Mal sehen, wenn ich jetzt hier hingucke, da ist auch irgendeine Ruine. Wahrscheinlich die der verlegten Besitztümer. Aber da ist ein Kampfturm. Dem will ich noch nicht begegnen, weil der zerlegt dich wirklich. Und da ist wieder ein Käfig. Erstmal das magische Skelett, das hält am meisten durch. Jetzt das letzte. Er wird noch richtig Schaden kassieren. So, den habe ich geschafft. Da hinten ist auch wieder irgendwas. Und da ist auch so ein Turm. Oh, weia. Die Türme sind halt wirklich gefährlich für Whoop-Ass. Das ist die dürftige Einbruchssicherung, aber wenn ich mir das so anschaue, also da ist halt wirklich so ein Turm dran. Naja, mach ich mal den Beschwörer hier unschädlich. Er ist er verschwunden und hier ist er wieder aufgetaucht. Da ist er wieder. Er hat richtig Angst vor uns. Erledigt. Er mit dem Zwerg. Ist auch sogar mit einem magischen Portal hier geschützt. Tja, so viel dazu, dass das dürftig Einbruch gesichert ist. Tipp Käse. Ich kann es nochmal probieren. Also ich müsste halt herausfinden, ob ich den hier irgendwie zerstören kann. Aber wie du siehst, der verfolgt dich und zerlegt dich. Währenddessen in Sir Whoop-Ass. Also das müssen wir lassen. Mal sehen, nahezu tragfeste Felsen. Also den muss ich leider auch auslassen, obwohl ich es gerne hier mitgenommen hätte. Man kommt nicht so leicht hier an die Sachen ran. Also habe ich noch irgendwas übersehen eigentlich? Ansonsten... eher wenig, also das, an was wir rankommen, da bin ich rangekommen. Dann muss ich nur noch schauen, wo wir hier auf dem Weg, also da hört's auf. Da wird's gleich anfangen zu regnen, deswegen bleiben wir mal hier. Ich marschiere da durch. Kann ich das mit? Aber nee, ich habe zu viel davon. Ich muss mal wieder ein bisschen damit schmeißen. Was haben wir da oben? Den habe ich noch nicht zusammengesetzt. Hebel aktivieren. Das ist ein böser Ork. In rosa-rot. Das hier ist wahrscheinlich der zweite Kopf. Oder beziehungsweise... nee, die Ohren müssen ganz hoch.
So, passt das schon mal? Das sieht fast richtig aus. Das Einzige, was noch fehlt, ist sein Hals. Er ist hier. Natürlich hier der Schulterpanzer. Da wandert die Sonne gerade mit. So, der sitzt richtig wunderbar. Das haben wir geschafft. Und erscheinen tut eine Truhe. Das weiß ich, weil es bislang immer so war. Also dann gehen wir hier auf den Außenposten und mal schauen, was wir kriegen. Ja, sowas, ein Schlapphut. Ein Schlapphut ist okay. Supposed to be floppy, but the physics simulation was too expensive. Ja, schade. Wenn ausgerüstet, verringert erlittenen Feuerschaden um 50%. Also die werden jetzt alle den Feuerschaden runtersenken. So sieht's aus. Da wächst die Dornenranke hoch, die Whoop-Ass hier auf seinem Schädel trägt. Der geheimnisvolle Verkäufer direkt hier dran. Ja, da unten sehe ich ihn. Ansonsten, mich wundert's nur, dass er hier so mitten auf dem Feld steht. Ui, was ist das denn? Das sieht interessant aus. Mit Richard Abendlatte, der Hovercraft-Verkäufer, sprechen. Our hero met Richard, the Hovercraft-Vendor, which offered our hero to buy the extraordinary Hovercraft 2500. Ja, bitte, 800 Gold. It's a pleasure doing business with you, sir. Drive responsibly. Richard said... Natürlich doch. Oh Mann, ich habe ein krasses Gefährt gekriegt. Vielen Dank, hier geheimnisvoller Händler. Hovercraft 2500 TM benutzen. Während des Kampfes kann Hovercraft nicht aktiviert werden. Schade. Mal sehen, wo habe ich ihn? Superstarker Raketenrucksack. Ticket für die wilde und außergewöhnliche Wächterturmtour. Wo ist er denn? Ich bin ja nicht mitten im Kampf, ich will eigentlich nur hier mal schauen, wie der hier fährt. Nichts drin. Tja, Sven Olof ist wahrscheinlich im Weg noch. Da ist noch ein Sandwurm. Das ist fürchterlich. All die Gegner, die wollen jetzt hier meinen Einkauf verwehren. Mann, da war echt was los hier. Also so ein Wurm und hier Olof, die haben es in sich. Also jetzt sind sie weg. Mit T sehe ich hier. Aber ich kann die nicht verwenden. Ein mürrischer Wurm. Wo ist er hin? Irgendwo da. So, komm raus da. Hier ist er. Und da ist er. Mann, ist das Viech nervig, ich sag's dir. So, einmal noch treffen, dann sollte er Geschichte sein. Aber leider haut er immer zu früh ab. Also ich glaube wirklich, am besten sollte ich gegen den mit Fernkampfwaffen antreten. Aber ich spare halt gerne Munition. So, die stehen auf dem Dach und nicht runter. Das liegt an den Extravaganten, ja, die wollen auffallen. Endlich, ne, der fällt einfach nicht hin. Er hat irgendwas gegen mich. So, jetzt ist der noch dran.
very fun. Gut, endlich ist das Lager leer. Also wo sind wir genau? Wir sind jetzt hier ungefähr. Da unten sind die alten Ruinen der verstauchten Zehen und da ist die kühle Brise. Auch wenn ich wahrscheinlich hier eher leer ausgehen werde, zuerst zu der Brise und danach hier mal schauen, was hier bei dem nächsten storygetriebenen Ruinenteil hier auf ihn wartet. Oh, ich sehe einen Käse. Das könnte eine Falle sein. Er damit? Ein Klavier. Tja, nichts passiert. Wub es weiß, wie er sicher dahin kommt, nachdem er schon mal davon getroffen wurde. Und da taucht mitten hier drinnen ein Lager auf, ein Orklager. Tatsache. Da muss ich rein. Da muss ich rein und mal kurz Hallo sagen. Na, warte, Billy Bob. Kannst dich nicht einfach hier anschleichen. Mann, der ist echt nervig. Immer der Stampfer. Jetzt habe ich ihn geblockt. Dann erwischen wir den auch leichter. Komisch, dass die Flintenritter hier drin sind. Hoffen wir, dass hier was Gutes. Na, leider, dieses Mal hätte ich eine Explosion gebraucht. Ah, da war jemand dran. Jetzt hat sie ihn umgeschmissen. So erledigt. Endlich ist es hier jetzt wieder ruhig. Dann zerdeppe ich mal wieder alles, ja. Alles, was ich hier finde, gehört jetzt mir. Den Grünschnabel erledigen. Und ein Grillhähnchen habe ich gefunden. Ein Huhn. Ich glaube, das wird jetzt immer zum Grillhuhn, weil ich hier mit einer Feuerwaffe ausgerüstet bin. So, das war alles. Hier ist noch die Truhe. Erstmal würde ich wieder da hochschauen wollen. Nee, da ist einfach nie was versteckt. Also, das ist wahrscheinlich zu hoch hier für die Truhe. Und heraus kommt ein grüner Fedora. Den kann ich hier gleich überziehen. Unlike the operating system, this can be tipped. Schaden durch Fernkampfwaffen wird um 22% erhöht. Da geht's übers Feld. Und ansonsten glaube ich, wird's hier nichts geben. Also die Truhe ist das Einzige, was ich hier mitgenommen habe. Da hinten klimpert's noch. Oh, weil Billy Bob eilt heran. Den habe ich niedergetrampelt. Oh nein, der Fuzzi. Our hero was caught up by the IRS, Immortal Revenue Service, and was prompted to pay his income tax. Niemals, ich habe Prinzipien. The IRS guy was not taking no for an answer, and decided to take our hero's body as payment instead. Tja, versuch das mal. Niemals werde ich mich dem Finanzamt beugen. Wer mit Goblins und Orks paktiert, niemals. Ja gut, der wird von denen auch die Steuern eintreiben. Aber nicht so krass wie bei mir.